Was bisher geschah in Gothic 3? Und jetzt hole ich mir Akasha. Jawohl. Links, rechts. Aber 65, macht ihm nur 65 Schaden. Komm her. Mit einer dicken Axt hier. Komm her, Rosa. Jawohl. Eine Höhle. Hallo, du verdammter Minecrawler-Krieger. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 3. Ja, wir sind das jetzt mal hier vor dem vorletzten Ahnengrab stehen geblieben. Sind einfach mal hier da oben die Brücke runtergegangen. Oder nach der Brücke runtergegangen. Ja. Ist halt gute Frage, wie wir hier wieder wegkommen. Da werden wir uns dann noch mal ein bisschen, wie ist noch einig. Lass mich raten. Da sind Orks. Okay, das komplettes Orklager, interessant. Ja, dann würde ich aber erstmal sagen, gehen wir doch mal direkt hier zu dem lieben Osmund und fragen den netten mal, was der hier sagt. Enos sei Dank, endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist los? Orks, sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Ja, Rache. Wo kommst du her? Ich bin Orktöter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Die Orks, okay. Dir werde ich gleich erstmal Hilfe anbieten. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Das ist wohl wahr. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Zeig mir deine Ware. Ja, zeig mal kurz. Irgendwas Besonderes, ein ortbarer Nebelgeist, okay. Eine echte Spezialität, super. Ich kann ja aber erstmal ein paar Sachen verkaufen. Boah, hast ja genug. Weg damit. So. Links. Der hat schon erstmal kein Gold mehr. Die haben wir komplett ausgenommen jetzt. Wir haben immer noch so viel. So, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja. Zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Den hole ich mir als direkt. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Ich renne direkt zum Schamanen und dann ist tschüss. Da könnt ihr dann mich kreuzweise. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Einen Heiltrank? Ja, Latscher. Wenn du jetzt erstmal zum Säbelzahntiger latscht, dann bist du behämmert. Ich wollte gerade sagen. Wo ist der Schamane? Der Kampf wird nicht lange dauern. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Okay. Spieladen. Das war, ja. Einfach mal durchrushen. Mal einfach mal versuchen. Natürlich ging es natürlich nicht. Hallo, ja.
Wir müssen noch mal mit dem normal rechnen hier so aus. So, was ist los? Kennen wir ja schon. So. Zeig mir deine Ware. Jetzt hat er mehr Kohle. Spitzhacken nehme ich gerne. Ist sie so viel wert? What the f... Okay. So, schließen. Lass uns den Schaman... Hier, bleib. Finde den Ork-Schaman, ja. Vielleicht müssen wir auch das Lager erstmal selber verkleinern. So. Wir machen mal einen Schnellspeicher schon. Wir haben ja noch unseren normalen Speicherstand. Ich hab dich jetzt. Der Kampf wird nicht lange dauern. Da! Da! Ich hock dich in Stücke! Ja. In weg von den ganzen Orks eben. Weg. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Du wirst sterben. Ja. Elche Krieger! Den Speer! Den Speer! Den Elche Krieger! Bin ich um? Ja! Bin ich um? Oh ja. Oh, da schippt der Speer. Oh nein. Ich hasse die Viecher. So. Hallo Schamane. Hab ich dich endlich. Du hast gar keine Chance. Ein toter Ork ist ein... Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. So, dann lass uns mal die ganzen Sachen hier nehmen.
das alles zu verkaufen wird, der toll. So viele Orks, Alter. Erstmal alles mitnehmen hier. Ganze Orklage auseinandergenommen. Er hat noch was. Alter Schwede. Haben wir da alles mitgenommen? Was für eine Massenvernichtung hier. Reinste Massenvernichtung. Unglaublich. Ah, da hinten gibt's noch. Oh, einen Hasen habe ich noch erledigt. Und da hinten haben wir eine Waffe liegen lassen. Aber hier im Lager gibt's nichts, oder was? Lol. Keine Truhen, kein gar nichts, nur das Lagerfeuer. Und ein paar Gerippe. Der Erdschild jetzt hier. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt da rein. Ab zum Ahnengrab, würde ich sagen. Am Iran, da werden wieder einige an Untote sein. Aber das haben wir doch dennoch gut, eigentlich relativ gut geguckt. Wir haben uns zweimal sind wir weggegangen, weil wir uns heilen mussten. Und danach haben wir sie alle platt gemacht. Einen nach dem anderen. Ich sehe sie doch schon, die Untoten. Dass das immer so viele sind. Hm? Oh, da kommt ja schon einer. Das Ziehen des Schwertes gar nicht gehört. Kommt der nächste. Oh, mit Pfeil und Bogen. Auch noch. Komm mal her. Ich dachte, da kommt der mit seinem Bogen. Okay, läuft. Läuft. Feiern wir schon mal ab. Holen uns jetzt die nächsten. Was sind denn da noch? Mal einigen. Oh, zwei mit Schwert. Einer mit Bogen. Hopsidoo und tschüss. Komm mal her, Großer. So. Perfekt. So, dann nehmen wir die nächsten hier. Viele können hier nicht mehr vorne drin sein. Lass es zwei sein. Hi. Und zack. Ja, so. Hallo. War ich jetzt auch mit einem Treffer rein, ne? Hier kommt der nächste. Zack. Volle Möhre.
Wunderbar. Zack, 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 zack. Erstmal hier alles mitnehmen. Alles voller Fleischschwanzen hier. So. Nochmal ein bisschen Fleisch essen. Und dann geht es auch gleich schon weiter durch dieses Ahnengrab. Dann haben wir schon einige. Fehlt uns nur noch eins, ne? Ein Ahnengrab fehlt uns dann nur noch. Das müssen wir dann noch irgendwie finden. Drei Stück. Oh, warum nicht? Vier Stück. Kann man machen. So, Nummer 3. Es waren noch vier oder nicht? Das waren vier, drei. Das waren nur drei. Hallo. Nix da. Danke. Speichern. Wir können ja... Ah, okay. So. So, wir haben zwei... wir haben immer noch 22 Lernpunkte. Da kommt der hier beiden. Den. Soll ich mir den? Während der Ahnung uns hinterherläuft, weil er ganz chillig läuft. Jetzt haben wir uns den, das Skelett. Sehr schön. Hier schießt noch einer mit Pfeil und Bogen. Ah, da. So, lieber Arne, kommen Sie mal her. Ist der gerade ausgewichen? Ah, nee. Das sah nur so aus. Ich mache aber ganz halt Schaden bei ihm. 65 Schaden und mit meinem normalen Angriff. Ja, noch nicht mal ein Dingsangriff hier. So. Jetzt haben wir erstmal wieder was einzusammeln. Fleischschwanzen-Ragout. Nein, gibt es leider hier nicht. Oder doch, vielleicht gibt es doch, haben wir nur noch nicht gefunden. Ein Bogen. Ein Schwert. Oh, hier haben sie ganz viele Pfeile. Oh, eine schwere Truhe. Abgebrochen. Hallo. Danke. Was haben wir denn da? Einen Kriegsbogen! Oh, der gibt aber nur 70 Geschossschaden. Und wir machen aber ja 80. Und den, das Jagdgeschick müssen wir auch noch holen. Und den Bogen will ich auch noch gerne benutzen. Also Bogen benutzen wir ab und zu noch.
Wir haben so viel zu verkaufen, gleich. Ah, das können wir alles gleich noch holen. So. Zack, 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 zack. Wenn wir viele Gegner getötet haben, dann will ich eben gucken, dass ich auch alles so weit looten kann. So. Ups, wo war der Ahnensockel? Da. Da ist der Runensockel. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Ja, hier. Dann schauen wir das. Passt. Was haben wir? Schmiedekunst plus 8. Sehr schön. 60 Schmiedekunst. Wunderbar. Dann haben wir das. Oh, da ist ja eine Ader. Ich habe gar nicht gesehen. Was ist das für eine Ader? Eine Erzader. Wie viel Erz haben wir eigentlich schon? Hoppala. Würde man mich mal sehr gerne interessieren. 66 Erz. Ja. Ja, mein Freund. Frag mich ja jetzt. Wir können ja Richtung Brücke gehen. Weil es aber ein Eisgolem. Kann ich ihm mit Nähern sagen, dass ich den Ahnenstein genommen habe? Dann halt nicht. Gut, dann gucken wir mal, wo wir so hier lang kommen. Meine lieben Freunde. Das sieht aus, dieser Leichenberg hier. So, jetzt gehen wir uns mal hier gucken. Wo kommen wir denn hier hin? Bin schon aus der Karte raus. Da ist einer. Einzelt ja. Komm mal näher, Großer. Boah, wenn wir den treffen würden, würden wir den auch schon seine 124 Schaden machen. Oh. Geben wir noch gute 250 Erfahrungspunkte, diese Ballnashörner. Okay, 3 Ballnashörner haben wir damit. Da waren aber noch ein paar Goblins. Hallo. Da. Ballnashörner Nummer 1. So. Das sind ganz normale Goblins. Schon wieder Wölfe. Also muss ja sagen, Mordmar ist weitläufig. Sind so schon wieder die Wölfe. Ja, kann man ja richtig, so. Verlaufen könnte man sich ja.
Aber wir gehen mal andere Seite lang. Wir gucken, dass wir mal irgendwie nach oben kommen. Hallo Säbelzahn. Bist auf der Suche nach dem, der deinen Artgenossen getötet hat, wa? Ja, der hat dich aber jetzt getötet. So. So, da ist das Lager. Hallo Wollbison. Hallo, liebes Bison. Gut. So, da ist, müsste gleich die Brücke auftauchen, genau. Wo sind die Wölfe denn jetzt hin? Ach, da. Da sind sie doch. Komm mal her, Schätzelein. Erledige diesen Wolf. Jawohl. Erledige diesen Wolf. So. Frag mich aber noch, wo der weiße Hetzer ist. Den müssen wir auch noch finden. So, erstmal ein Schlückchen trinke. Dann Speicher. Ein einzelnes Skelett. Interessant. Oh, speichern wir nochmal, aber wir haben jetzt einen Eisgolem da direkt vor uns. Aua. Komm her. Wir brauchen unbedingt die... Jawoll. Level up. Ein schönes Level up. So, lass uns mal gucken. Oh, da drüber. Verdammter Oger! Oh, speichern wir nochmal. So. Was finden wir? Das ist ja die. Hallo. Säbelzähne. Hallo. Ich wollte sagen, reagierst du mal auf mich? Dein Artgenosse kann gerne kommen, wenn du fast tot bist. Ja, das wird jetzt auch passieren. Sehr schön. Kann ich den gleich weitermachen? Hallo. So, wunderbar.
Ja, wir werden die Schlucht jetzt mal weiter erkunden hier. Ich höre schon den Ripper. Ja. Aha. Pass. Wunderbar, machen wir doch mal. So. Ja, meine lieben Freunde, hier geht's. Hier ist noch ein Pass. Also wie viele Pässe haben wir hier? Wir können so oft wieder. So, wir erledigen jetzt hier nochmal eben. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Da war ich zu nah dran. So, um die Ripper kümmern wir uns später oder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch mal gefallen, denn die Zeit ist leider wieder um, meine Freunde. Ja, wir werden uns weiter hier in der Schlucht umsehen. Mal gucken, ob, wo wir hier rauskommen. Da ist ein Pass, da kommen wir ins Mittelland wieder. Da sieht man auch gleich wieder die grünen den grünen Rasen. Hinter den drei Rippern natürlich. Und da werden wir noch weiter gucken. Wir sind jetzt gerade in Nordmar. Oh, rufe noch. Oh, wir können die Nordmar-Rüstung, die schwere. Oh, das ist toll. Oh ja. Die werden wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge auch holen, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, meine Freunde. Jetzt könnt ihr gerne auf der Seite euch die Playlist euch anschauen. Zu Gothic 3. Wenn ihr nachschauen möchtet, was wir alle schon so erlebt haben, was für Miseren wir schon durchstanden haben, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Natürlich gilt das auch für mein Nebenprojekt Age of Empires 2, die Divinity Edition. Da sind wir tatsächlich gerade bei einem Szenario, wo ich mir die Haare rausreißen könnte. Aber das könnt ihr euch selber euch anschauen. Das ist nämlich über der Playlist. Und bis dahin soll ich erstmal tschüss, haut rein, ich freue mich jetzt. Bis dann.